Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light mit dem einen Navi. Hallo. So, und wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen was zu erledigen. Wir sollen mal die Bombe testen, die Kurt hier gebaut hat. Mal gucken, was das wird. Geht da mal weg. So, ob der Zul, wo ich jetzt gerade hinlaufe. Oh, guck mal, eine Kiste, die verschlossen ist. Jetzt nicht mehr. Ich bin auf dem Weg. Achso, ja. Sieht ja ganz gut aus. So, einmal kurz auf die Karte. Die Karte sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Mehr oder weniger. Ah, ich hasse das. Na komm. Ich bin mit Nahkampfwaffen echt nicht so gut dran. Ja. Und meine Nahkampfwaffen. Oh, hier ist ein GRI-Paket. Ah, die Fackeln sind interessant. Ja, die kann ich leider nicht mehr nehmen. Inventar voll. Wirklich? Ich habe 14 Platz Inventar. Ja, ich habe gleich wieder zu viel Schrott aufgesammelt. So, hier jetzt runter, wie es scheint. Oh, da liegt jemand in dem. Ist das ein Krankenwagen? Moment, ich bin dir nicht ganz. Ach, müssen wir hier runter. Hm? Ich glaube nicht. Achso, der Tunnel ist da unten aber zu. Scheiße, dann müssen wir von der anderen Seite hin, wie es aussieht. Kann man da runterspringen, ohne zu sterben? Eher weniger. Ah, nee. Würde ich sagen. Aber ich glaube, wir müssen ja, eh von der anderen Seite hin. Nee, guck, das Zielsymbol ist da. Vielleicht ist da ja ein Eingang. Nee, aber ja, der, da ist ein Eingang, nur der ist verbarrikadiert. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir nicht, dass wir davon verbarrikadiert werden. So wie es aussieht, ist der komplett zu, oder? Okay, ich konnte hier auf ein Auto runterspringen. Gut. Hier auf diesen weißen Pickup. Das sieht tatsächlich relativ zu aus. Dunkler Bereich wird betreten. Ja. Dann. Na komm. Bitte anstellen. Hm. Ich könnte mich jetzt hier relativ schnell rüberhangeln, aber das bringt halt nichts. Okay, ich habe fast wieder alle meine Pfeile verbraten. Ja, ich glaube, wir müssen dann doch nochmal zurück auf die. Warum wir uns hier nicht höher hangeln können? Ach, hier! Wie wärst du damit? Ja, aber hier ist es halt auch, hier ist es halt ziemlich bergig. Nachher. Okay, ja, ich komme auch. Also, wie gesagt, ich komme ja locker hier hoch, aber es wird halt nicht besser. Ich würde rüberkommen, aber du halt eben nicht. Ja, immer diese. Vorteile. Ja. Okay, ich habe keine. Ich habe keine Pfeile mehr. Warte mal, ich guck mal, ob ich was droppen kann. Inventar. Mull, mull, mull. Na, ich habe zwei Pfeile. Ah, kein Problem, ich habe wieder auf 4 aufgestockt. Ich habe ein paar von den Leichen hier geplündert. So, dann würde ich sagen, wir gucken, dass wir wieder da hochkommen.
Ey, oh, hier ist was mit... Warte mal, hier ist Gebäude mit rotem Rauch. Vielleicht hatten wir das doch noch nicht gemacht. Schauen wir mal gerade. Na endlich. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Lass weiter roten Rauch in die Luft und du bekommst die verrücktesten Besucher. Ich hatte nur noch Rot. Egal. Du bist hier, also hat's funktioniert. Bring diesen Umschlag in den Bazar zu Aziz. Sag ihm, Ryan schick dich. Okay. Roter Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther, Nitrophenol. Klingt nach einem interessanten Süppchen. Ja. Lena Crane hier. Hörst du mich? Crane, hier ist Aman. Lena ist beschäftigt. Kann ich helfen? Jemand will, dass ich ihm roten Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther und Nitrophenol besorge. Dieser jemand hat ganz offensichtlich vor, Slam herzustellen. Ein Junk-Amphetamin. Rais Leute putschen sich damit auf, um mehrere Tage wach zu bleiben. Schattenjäger sind Schoßhündchen im Vergleich zu jemandem auf Slam. Ich sollte diesen Typen aus dem Verkehr ziehen. Um ehrlich zu sein, könnten wir das Nitrophenol dringend hier im Labor zur Desinfektion gebrauchen. Unser Vorrat ist aufgebraucht. Ich soll die Zutaten also abholen? Genau. Komm danach zum Turm. Ich weiß, wie wir den Kerlen einen Strich durch die Rechnung machen können. Roter Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther, Nitrophenol. Klingt nach einem interessanten Süppchen. Hatten wir doch schon. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Du wiederholst dich, Crane. Nur weil du zweimal hier bist. Ja, ich glaube, hier können wir runter und hier kommen wir dann auch rein. Moment, ich muss erstmal zur Peacemakerischen Seite. Okay. Genau. Hier sieht es ein wenig offener aus. Habe ich die Dinger, die kommen mir relativ bekannt vor. Ne, die haben wir noch nicht geknackt. Oder haben wir halt schon mal geknackt, wahrscheinlich sind die jetzt wieder resettet worden. Hier ist aber gerade ein bisschen viel los. Ja, da ist auch gerade jemand explodiert. Mhm. Da kommt was angelaufen. Hallo. Ich habe immer so ein Problem mit diesem Typen. Hey, nicht beißen. Macht man doch nicht. Hast es immer, wenn ich so und noch eine kostenlose Reparatur. Schön. Vorsicht, der ist noch ein Typ. Ja. Oh. Na komm. Kopf weg. Sehr schön. Gut, dann jetzt mal auf Richtung Tunnel. Immer die mit ihrem kopflosen Handeln. Genau. Ein paar Wertsachen. Moment, ich habe gerade hier die Leichen noch geloot. Oh. Da war ein Alarm am Auto. Stell den mal gerade wieder ab. Oh, das sind die Schattenjäger. In Pflicht, in Pflicht. Okay, wie legen wir jetzt diese Bombe? Ich habe eine Idee. Folge mir. Mhm. Ich bin gerade irgendwas reingelaufen. Ich auch, aber... Ich gehe mal gerade ins Inventar. So, haben wir da denn irgendwas? Ich lege die Bombe. Okay. Bombe wurde gelegt. Dann gucke ich das gleich. Hier. Hast du Böller drauf? Oder gehen Nein, die schon? Wir haben nur noch 10 Sekunden. Oh. Kurt, was gibt's, Crane? Nichts Gutes, es klappt nicht. Oh, ich bin tot? Nicht. Ja. Ja, dann wartet jetzt ein Schnellkurs im Bombenbau auf dich. Macht zuerst direkt unterhalb des Minuspols einen Einschnitt ins Gehäuse.
Okay, ich komme nochmal rüber. Ich habe 1800 verloren. Ja, super. Des Auslösers freizulegen. Jetzt überprüfe die Lötstellen der zwei grünen und drei roten Kabel. Ich wette, es ist eins der grünen Kabel. Als ich die gelötet habe, hatte ich ein paar Intus. Ich weiß, nicht gerade clever. Okay. Ich glaube, wir müssen da jetzt hin. Wo hast denn du die gelegt? Ganz am Ende. Ah ja. Hier. Okay. Oh. Und das hat geklappt. Geh ein bisschen weiter links, das ist giftig, das da reicht. Ja, ja. Läuft. Auftrag ausgeführt. Nest und Barrikade sind Geschichte. Der Tunnel ist jetzt passierbar. Hey, wie ich immer sage, was ich baue, garantiert in die Luft. Komm vorbei, ich gebe dir dann die Bauanleitung. Was ist denn hier überall irgendwas, was mir Schaden macht? Da explodiert gleich was. Na, wer ist ein brennender Zombie? Wer ist ein brennender Zombie? Mau. Es nimmt gerade echt kein Ende. Na, ich mach die. Oh, ist schon. Die hat es schon ein wenig zerlegt. So, dann gehen wir nochmal zu kurz zurück. So wie das hier aussieht. Ich glaube, danach machen wir mal Hauptquest. Wäre mal an der Zeit, denke ich. Ich hab hier ein paar Pilze gefunden. Hast du schon Halluzinationen? Siehst du ganz viele tolle Farben? Das sind fluoreszierende Pilze. Ah, sag ich doch. Ganz viele tolle leuchtende Farben. Ah, da wäre jemand, der Hilfe braucht hier oben. Mal weg, du Zombie. Das war gut. Ich habe den Zombie auf der Karte gesehen, wie er hinter mir war. Okay, ihr wollt Stress. So. Bitte binde mich. Sie haben uns gesagt, dass wir still sein und uns nicht rühren sollen. Dann haben sie angefangen, uns zu verprügeln. Danke. Keiner. Kriegen wir eine Belohnung? Nein, hier, der hier hat eine Belohnung. Attentäter. Okay. Ich habe nur Bargeld gekriegt. Oh, Scheiße, ich glaube, er hat mich gesehen. Ein paar lumpige Dollar. Andere Richtung. Achso, wir sind aber eh gerade hier. Na ja, komm, ich helfe dem Typ gerade mal. Ich würde nicht zu viel helfen. Ich habe nämlich so das Gefühl, wir bekommen gleich Besuch. Ja, passt schon. Wir können jetzt erstmal das abgeben, beziehungsweise mit Kurt sprechen. Boah, da war schon wieder diese gefährlichen Typen draußen. Hier, bitte sehr. Das Gehäuse ist modifiziert. Dosen statt Batterien. Weniger Wumms, aber Dosen sind leichter zu finden und zu tragen. Danke, Kurt. 4500. Oh, ich bin wieder so weit weg von dem Level ab. Kurt's Bomben. Auch nicht schlecht. Wie sieht's aus? Fertigkeit, ja. Ich bin halt. Der Tod war halt sehr schwierig. Hab ich da jetzt eigentlich was? Warte mal, ich habe ja gerade erst ein Level up gehabt. Nö, ich habe glaube ich nichts großartig verloren.
Ich habe halt dafür Kraft, glaube ich, ein bisschen mehr. Das kann gut sein, ja. Da bin ich jetzt kurz vor 13. Ja gut, da bin ich schon in 14. Ja. Einfach die Pfeile. Ja, ja, das macht einiges aus, das stimmt. Kriegst halt mal geschwind 200 mit einem Schuss, das ist halt... So, dann Hauptquest. Gehen wir mal zur Schule. Back to the school? Mhm. Ich glaube, das mit dem Todesschuss funktioniert nicht, wenn wir da beide draufhauen, ne? Ja. Hallo, könnten Sie mal bitte liegen bleiben? Okay, ja. Funktioniert nicht, wenn wir beide draufhauen. Ja. Gut, dann gucken wir, dass wir vielleicht da nochmal hochkommen. Wenigstens bei der Geschicklichkeitslevel sind wir ungefähr gleich. Ja, das kann gut sein. Da bin ich so drei Viertel für Stufe von 14. 11. Oder für Stufe bis zur Stufe 12. Ja, genau, ich bin Stufe 11 und hab drei Viertel davon. Ach, da bist du hin. Mhm. Ja, hier die Auffahrt nochmal runter. Warte mal, ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So weit ist es nicht mehr. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann, ach, da sind die Waggons, okay. Hey, der Polizeiwagen hier war noch nicht offen. Ah ja, okay, warte, ich guck mal. Es ist aber tatsächlich relativ ruhig. Deswegen habe ich mich schon dran gewagt. Ich guck mal, dass da jetzt nichts Unangenehmes. Da. Es ist immer blöd, wenn man diese Stelle nicht findet. Boah. Hast das. Ich glaube, in der Zeit mache ich mir gerade mal tatsächlich ein paar Dietriche noch. So, ist schon offen. Gut. Hackmesser drin. Okay. Okay. Ja, ich glaube, das mache ich wahrscheinlich mal irgendwann zwischendrin. Weil Gladiator und Inventar voll. Schade, die sieht aber nicht schlecht aus, die Waffe. Von daher, was schmeißen wir denn da mal weg? Die Hippe. Oh, wir müssen hier hoch. Oder hier hin. Ja, yep, Moment. Ich bin gerade noch Inventar am Verwalten. Die bauen sich, glaube ich, auch noch weg. Dann können wir los. Dahin? Hier? Komm zu mir. Komm her. Schau dir das an. In dieser Schule geht etwas vor. Tahirs Männer sind seit Stunden damit beschäftigt, Kisten wegzuschaffen. Wir müssen uns das genauer ansehen. Was ist in den Kisten? Gute Frage. Sollte es Antizin sein, holen wir es uns. Wir nähern uns dem Auto. Dafür müssen wir uns umwerfen? Hat sie das gleich flach? Nee. Naja. Das Auto sieht aber nicht gut aus. Jade, wo sind... Es fährt. Ja, aber es raucht so...
Grünlich. Hier. Der sollte in der Hölle braten. Wir... Scheiße, wo ist die jetzt hin? Tja, Kollege. Boom. Oh, hey! Das ist so, als wären die auf Urlaub gewesen und jetzt, wo wir. Ja. Wow. Richtig viele. Ah! Okay, dann zerlegen wir die Zombies noch und dann ist es aber auch schon wieder an der Zeit. Gerade eine Runde Lärm. So. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.